Hallo, ihr schönen Menschen von YouTube. Ich bin Hanno Sand und das ist mein Kanal und heute geht's wieder nach Elden Ring. Und es geht um rollende Schafe, um viele Tode, um die Hainhöhle und wir gehen zum Strand. Ich muss ein bisschen mein Spiel verändern, aber es war ja auch so, dass als ich einstieg, habe ich das ist erstmal ein Reinschnuppern ins Spiel und diesmal ist es, bin ich schon insofern ein bisschen weiter, weil ich habe heute Nachmittag 2 Stunden gespielt und habe mich einfach so ein bisschen treiben lassen durchs Spiel, also bin gar nicht so konkret irgendwo hin und habe nur eine Sache gemacht, ich habe es geschafft und zwar habe ich meinen Status um eine Stufe erhöht. Ich habe jetzt also statt Kraft 12 Punkte, 13 Punkte. Und da muss ich sagen, habe ich lange für gebraucht. Ich habe auch lange dafür gebraucht, um erstmal herauszufinden, welche Taktik ich in dem Game für mich finden muss. Jetzt habe ich aber, bin ich schon ein bisschen weiter. Und und man sieht, ich bin wieder quasi am Anfang. Und ich habe festgestellt, man muss einfach... Wolfspinguin, guten Abend. Guten Abend, mein Lieber. Wie geht es dir? Man muss sich viel mehr treiben lassen. Man muss sich viel mehr treiben lassen durch das ganze Spiel. Und man muss es irgendwie ein bisschen weniger stringent spielen, würde ich sagen. Und ich habe heute Nachmittag, ich bin einfach nur hier an diesem See entlang und habe mich herumgeplagt mit einigen der Monster und habe gelernt und habe vor allen Dingen jetzt gelernt, ich bin gerade in Quarantäne. Ich bin gerade in Quarantäne und ich dachte, das würde mir gefallen. Es langweilt mich zu Tode. Und gestern Abend ging Netflix nicht. Damit ich vielleicht meinen Aufstieg habe. Was macht denn das Tier hier? Verdammt. Es hat angefangen, das habt ihr gesehen. Es hat aggressiv geguckt. Oh, aggressiv. So, mal sehen. Oh, was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht ist das gut gewesen. Mal sehen. Status. Stufenanstieg, genau. So, 709. Ich brauche noch einige Sachen. Ich war mir nicht sicher, Don Sonello. Ich bin davon ausgegangen, dass es so ist, aber... Mal sehen. Ein wahrer Tod bedeutet die Rückkehr zum Erdenbaum. Habt Geduld, bis die Zeit kommt und die Wurzeln euch rufen. Hallo. Okay. Schupsel, das geht mir genauso. Nicht nur, dass ich jetzt 2 Tage zu Hause bin wegen Quarantäne. Ich bin auch morgen im Büro alleine. Und ich habe überhaupt keinen Bock. Warte, ich muss nur... Oh, verdammt! Verdammt! Was ist denn das? Was war das denn? Das war nicht gut. Gut, gut, gut. Wie gesagt, mein Plan... Ich war kurz vom Hebel... gibt einen Hebel. Nochmal probieren, aber thank you.
aber ich muss da stärker rein, Dondonello. Ich muss da stärker rein, dass ich am Ende nicht so mit 20% Gesundheit noch dahin komme. Im Augenblick komme ich ja noch nicht mal mehr dahin. So. Nein, das reicht mir jetzt. Das reicht mir jetzt. Das ist einer zu viel. Ich komme auch gerade nicht mehr weiter. Ich bin ein bisschen raus. Ich bin ein bisschen raus und Ja. So. Ich bin leider nicht gewöhnt, am Donnerstag zu spielen. So. Okay. Bisschen Almdudler. Zucker. So, wie kriege ich den eigentlich weg? Den brauche ich nicht wegmachen. Nee. Frau Belz, das war Almdudler. Nur Limonade. Goldene Rune. So, ich muss jetzt hier rechts runter, damit ich da unten zum Strand komme. Mal sehen, was mich da erwartet. Der sieht da unten nicht gut aus. Der sieht aus, als würde ich mit dem nicht viel Spaß haben. Was? Nee. Die, habt ihr gesehen? Die haben mich... Was ist denn das für Viecher? Was sind das? Rollschafe. Ja. Das habe ich ja auch vor. Dondonello. Das habe ich ja vor. So habe ich vorhin auch... Ich war jetzt ein bisschen zu neugierig, aber so habe ich vorhin auch meinen ersten Stufenaufstieg geschafft. Also... mich mit relativ kleinen Gegnern herumgeärgert und dann am Feuer die den Aufstieg gemacht. Aber ich muss natürlich auch erstmal alle Gegner austesten, um zu wissen, also Schafe zum Beispiel sind relativ einfach, wie ich gerade sehe. Er sieht irgendwie nicht einfach aus. Er sieht vor allem genauso aus wie der andere Typ, mit dem ich schon so viel Theater hatte. Probier mal was aus. Nee. Okay, das funktioniert nicht. Au! Nur wenig. Ich hab's überlebt. Erstaunlich. Bin mal gespannt, ob ich an dem wieder vorbeikomme. Zurück. Zum Flugfeder. Der andere, der runterspringt, der Typ mit dem leeren Magen oder das Monster mit dem, wo es ein großes Loch im Bauch hat. Das habe ich vorhin schon mal versucht, ein bisschen zu bearbeiten. Und es ist mir besser gelungen als beim ersten Mal. Mann. Okay, was ist denn das? Der gefräßige Plapperkäfer von Tral, würde ich sagen.
Das ist auch seltsam hier, was hier durch den Boden zieht. Ich gehe mal davon aus, dass das schlecht ist. Mal gucken, vielleicht erwische ich das. Keine Ahnung. Mal sehen, ob man denselben Verlauf nimmt. Diese Spur, die da kommt. Das sieht aus wie kolumbianisches Marschierpulver. Ja, bringt's nicht. Okay. Okay. Jetzt wird das Wetter auch noch schlechter. Na toll. Und ihr wisst, wie unangenehm es ist, mit einer nassen Samurai-Uniform herumzurennen. Keine Freude. Nein, ich habe sie erlöst. Das sind Krähen. Oder Kraniche. Oh. Aber da, ein Schmetterling. Komisch, dass mir das nicht mehr gelingt, die mit diesem Assassinenschlag zu treffen. Erste Leiche, erstens Leiche, daher Zeit für Saatgut. Für dieses Saatgut? Streifen weißen Fleisches. Ja, das ist... Munin, du hast das schon erkannt. Da gibt es noch gewisse... wie soll ich das nennen? Es ist nicht ganz konsistent. Meine Haltung. Aber ich arbeite dran. Gut. Ich werde mich mal jetzt mal auseinandersetzen mit diesen Viechern da vorne. Mit den... Also die werden mich töten, denke ich mal. Eigentlich ein Lagerfeuer? Aber es ist kein Feuer der Gnade. Da kann ich nichts machen. Okay. Ich teste noch herum, Munin. Ich teste herum. Erstmal, ob es mir selbst logisch vorkommt. Und zweitens, ob ich es jemandem erzählen kann. Und der nicht sieht, dass da eine Unlogik drin ist. Kann ja nichts dafür, dass du so aufgepasst hast. Was fällt mir überhaupt ein? Ich muss mal was machen. Warum sehe ich den eigentlich nicht? Dort. Sehen. Da sind kleinere. Das sind die Kinder. Vielleicht sollte ich die zuerst killen. Ha, danke dir. Das geht runter wie Öl. Wenn ich die Kinder erst töte, dann sind sie vielleicht sauer und dann machen die Dinge, die sie vielleicht normalerweise nicht tun würden. Oje, 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 oje. Was ist das? Das ist nicht gut. Wow!
So, den kleinen Bruder habe ich schon mal umgebracht. Die Pfeife in die Leiste packen. Das hört sich ein bisschen erotisch an, was du gerade sagst. Also Nello, Pfeife in die Leiste. Die. Ja, schon klar. Ich weiß bloß nicht, wie ich die da hinbekomme. Weil die ist ja hier. Aber ich würde die gerne so auf Taste haben. Sehe sie aber nicht. Okay, das Tier ist schwieriger als gedacht. Oh, verdammt. Aber da bin ich noch Wochen beschäftigt, bis der Tod umfällt. Und der stinkt, ihr riecht es ja nicht. Upsa. Ich glaube nicht, dass ich irgendeine Chance habe, den in absehbarer Zeit zu killen. Weil ich mache immer nur so 13 Schaden. Ich habe vielleicht 5% Schaden bei dem bisher verwirklicht. Vielleicht gibt es auch einen Trick. Vielleicht muss man die Kleinen erst killen. Funktioniert besser. Aber warum? Donzonello, warum kriege ich die nicht richtig? Warum schädige ich die nicht? Oder warum schädige ich die so wenig? Hier, 26 Schaden, 29 Schaden. Ah, jetzt geht's ein bisschen. Bin ich zu schwach? Gibt es ja auch ordentlich Runden dafür. Upsa, 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 upsa.
So. Muss diese komischen Messer rausnehmen. Was ist denn ein Crit? Das ist das Messer, oder? Davon habe ich keine mehr. Ich meine, es geht schon. Ich krieg da schon irgendwie. Ich krieg da schon meinen Schaden hin. So ist ja nicht. Einfach schwindelig, das ist der Trick. Oh, oh nein, oh nein, oh nein! Oh, oh, Scheiße! Scheiße! Okay, das war der zweite Teil von Elden Ring. Denkt daran, ich bin Hanno Sand, das ist mein Kanal. Ihr dürft liken, skypen, kommentieren, das hilft. Und ansonsten vergesst nicht, hier spielt der Freie Westen.